Oh! Ich hab ihn nicht in einem Loop. Er ist halt auch gratis. Oh nein, 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 nein. Ich hasse das D-Pad. Ja. Bleib auf Distanz. Scheiße. Komm, das sieht gut aus. Oh. Nein. Das sah gut aus. Das sah aus, als hätten wir einen Loop. Komm, wir gehen erst zum Item. Wer weiß, was es ist. Fick dich! Nicht ein Scheiß Ernst. Jo, die Bude hier ist es echt nicht wert, ey. Wir wollen ihn down kriegen. Wir wollen ihn down kriegen. Oh, komm schon. Verreck doch einfach! Wie viel Hits denn noch? Oh nein! Weg. Einfach da weg. Einfach aus dem Scheißhaus da weg. Und da geht mir die Musik auch noch hinterher, ey. Uah. Nee. Nope. Die linke Seite lassen wir jetzt erstmal. Vielleicht sollten wir doch Priorität auf neue Peitschen-Upgrades setzen. Wir haben noch ein bisschen auf der rechten Seite was zu tun. Wo wir sagen können, jo, machen wir. Und wenn das aussieht mit Herzen farmen und dann wirklich die zweite Peitsche holen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es auch die Thorn Whip dann ist und nicht irgendwie der Morningstar oder so. Auch wenn das fantastisch wäre. Ich schätze, da haben die Entwickler des Randomizers dran gedacht. Ja, wobei, im Originalspiel ist es ja auch nicht so. Also warum soll das im Randomizer sein? Aber, naja. Naja. Shit! Und dann geht auch noch Game Over bei. Ah, Hass. Also es gibt, glaube ich, schönere Dinge, die man erleben kann. Der Randomizer, der fing gut an. Er fing gut an. Aber alles andere... Oh je. Klar, ist da einfach ein scheiß Blob. Der immer wieder spawnt.
Manche Gegner sind einfach so unpassend platziert, aber so richtig unpassend. So richtig verfickt unpassend. Eigentlich sollten wir jetzt auch nicht mehr hier lang. Wir haben unseren Oaksteak nicht mehr. Und wir wissen nicht, ob der... Wir sollten eigentlich jetzt in die Stadt gehen, unseren nächsten Oaksteak schenken lassen. Vom Crystal-Typen. Dann hierher gehen. Und dann alles rausfinden. Okay, das ist doch ziemlich Vanilla, nur der Schaden ist alles andere als Vanilla. Oh je. Aber die Hits sind in Ordnung. Das Einzige, was mir hier was bringen kann, ist der Händler und das Buch. Die Location des Buchs kann mir wieder was verraten. Wir wissen ja jetzt, dass der Eyeball irgendwo tatsächlich auch in einem Dungeon ist. Oh nee, nicht nur mehr Plops. Ich habe eben schon gedacht, wenn die mehr als zwei Schläge aushalten, bin ich immer im Alarm-Mode, ey. Dann geht bei mir immer, oh Gott, die brauchen 10 Hits oder so. Ich brauche wirklich die zweite Peitsche. Das macht dann einiges einfacher, zum Beispiel Medusenköpfe. Wenn der Händler natürlich einen Oaksteak hat, können wir hier auch mit arbeiten, so. Wir müssen halt wissen, was der Tod trägt. Der Tod ist halt auch... Aber der war halt wieder... Uah. Ekelerregend. Hier kann man, glaube ich, nicht durchfallen. Egal. Ein Oaksteak ist free in Algiba. Ah, ja, gut. Der Crystal-Typ. Klar. Gut, dann war die Info auch unnütz, weil die haben wir bereits. 125. Da können wir uns wahrscheinlich ein Item kaufen. Müssen wir nur ohne Game Over dahin kommen. Welcher Gegner war da das letzte Mal, der uns so hart immer wieder... War es nicht sogar eine Spinne, die direkt da war? An der Treppe. Im ersten Randomizer. So, jetzt muss mir nur noch der Händler sagen, dass er was Billiges hat. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit für einen Oaksteak ist nicht gerade niedrig, weil du kannst ja fünf Stück, es gibt ja fünf Händler, die einen Oaksteak verkaufen. Aber wir wissen ja jetzt schon, wo zwei Oaksteaks sind. Drei. Wir wissen, wo... Scheiße. Wo drei Oaksteaks sind. Scheiße, wir sind auch noch Game Over gegangen. Also wir haben die Hälfte unserer Herzen verloren. Arschloch. Weil wir wissen, einer ist free in Algiba. Dann haben wir einen vom Händler gekauft dort. Und einer ist ja noch in einem Mansion-Free. Nämlich in Laruba. Oh, scheiße, ja. The Silver Knife is for sale in Bram Door. Nein, scheißegal. Silver Knife will ich nicht. Ich will das Golden Knife. Okay. Wir haben den White Crystal. Das ist schon mal gut. Weil, dann sind wir dem Schritt für den blauen und für den roten auch schon mal wieder ein bisschen näher. Wir brauchen auf jeden Fall den blauen, um ins zweite Menschen zu kommen. Wisst ihr, was wir hier jetzt machen? Wir farmen jetzt hier ein bisschen was an Herzen, dass wir uns eine Peitsche kaufen können.
Ich glaube, in dem Randomizer muss ich auf die Upgrades gehen, weil die Gegner sind teilweise echt absurd platziert. Der Medusenkopf auf der Treppe, der hat mich eben zerstört. Also das ist sowas, das will ich einfach nie wiedersehen. Und dann machst du den kaputt und dann kommt er einfach wieder und fliegt dir direkt in die Fresse und penetriert dich hart von dieser Treppe runter und du kommst einfach nicht hoch, ohne Laurels zu benutzen. Und wir haben noch nicht mal den Sack, wo wir 8 Laurels tragen können. Das heißt, wir sind auch viel limitiert. Und die gibt's nicht gratis. Und dann war in dieser scheiß Menschen auch nur Laurels drin. Verdammte Kacke. Jetzt müssen wir nur da hinkommen, ohne großartig Game Over zu gehen. Das heißt, wir sollten so viel wie möglich hier farmen, dass wir in der Stadt dann nichts mehr farmen müssen, großartig. Und da bin ich mal gespannt, ob es dann die Thorn Whip ist oder ob es irgendeine andere Whip ist. Das ist jetzt sehr eintönig, das tut mir auch leid. Und es gibt noch nicht mal ein Level, aber also es bringt eigentlich gar nichts, was sie hier machen. Außer wirklich Herzen für eine zweite Peitsche, in der Hoffnung, dass es dann doch der Morningstar oder sowas ist. Was ich nicht glaube. Ich glaube nicht, dass es das ist. Aber gut, wir werden's sehen. Ich weiß gar nicht, wie viel die Peitsche gekostet hat. Irgendwas mit 161 oder 41, irgendwie sowas. Ich glaube, wir können uns jetzt dann schon mal so langsam auf den Weg machen. Ja, machen wir jetzt auch einfach, komm. Drauf geschissen. Ja, da hätten wir eine effektivere Methode gehabt, aber ist egal. Wir haben ja das, was wir wollten. Also der Run hat echt gut gestartet, also als ich gesehen habe, was hier in der Startstadt so alles ist. Uiuiui. Gerade das Holy Water auch. Am Standardplatz. Nee, der hat eigentlich den. Der hat eigentlich den Crystal. Große Herzen. Auch nicht schlecht. 185. Oh Gott, nein. Scheiße. Direkt weiter. 211 ist gut. Wir müssen jetzt einfach nur durch. Das wird aber schwer. Wir verlieren beim Game Over die Hälfte an Herzen. Im Randomizer, im Original verlierst du alles. Uah. Nicht schlimm, alles einsammeln, was geht, bevor wir wirklich Game Over gehen. Und jetzt nach unten. Wäre ich jetzt durchgefallen, wäre geil gewesen. Die sind genau dasselbe Movement wie die Medusenköpfe. Ist einfach nur ekelhaft. Was können wir noch machen? Eigentlich steht uns die Welt offen. Wir haben 3 Laurels. Ja, wir gehen uns auf dem Weg wahrscheinlich noch einen Oaksteak holen. Das können wir machen. Mit der Peitsche können wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr machen. Weil wir einfach eine größere Reichweite haben, wir machen mehr Schaden.
Ja, ist einfach die Thorn Whip. Das heißt, das sind so aufgängige Upgrades. Das heißt, kaufst dir... Moment. Du verkaufst jetzt noch eine Peitsche, richtig? Gut. Dann hätte sich das auch erledigt.